Hier hat der Hafenmeister den Typ beobachtet, der Sean verfolgt hat. Sehr schlau war der aber nicht, ne? Der stellt sich direkt unter die Laterne, damit ihn auch jeder sehen kann. Was ein Held. Vielleicht finde ich irgendwas Interessantes. Ist ja nicht so, dass ich schon längst da gucken wollte und irgendwas da machen wollte. Und ich sehe nicht nur die Zigarettenstummel, sondern auch irgendwie eine Visitenkarte oder einen Flyer oder sowas, der hier zusammengerissen ist, den ich aber gar nicht anpacken kann, weil es ist das anscheinend total unwichtig. Deshalb gucke ich mir nur die Zigarettenstummel an. Hier liegen ein paar Kippen. Sieht so aus, als hätte der Typ, der Sean verfolgt hat, eine ganze Weile hier gewartet. Ah, das sieht so aus. Das schaue ich mir mal an. Die Kippe riecht nicht nach gewöhnlichem Tabak. Das ist Haschisch. Und da kommt man nicht gerade leicht ran. Das ist vielleicht eine Spur, die sich zu verfolgen lohnt. Aber ich sehe keinen Zusammenhang zwischen dieser Kippe und dem, was heute passiert ist. Lassen wir die grauen Zellen arbeiten. Ah, jetzt muss ich wieder kombinieren. So, da oben sehe ich doch schon den Duft von Haschisch. Haschisch. was? Der Zigarettenstummel, den ich am Hafen fand, enthielt Haschisch. Bevor Melone Polizeischiff wurde, hat er in L.A. gearbeitet. Die reiche Blondine wäre Susan Webber gewesen. Dazu fällt mir absolut nichts ein. Sean sagte, dass der Typ, der an der Tür gesehen hat, eine stark duftende Zigarette rauchte. Das ist wohl das, was zusammengehört, ne? Weil ich gucke nochmal ganz kurz, wo ist Sean abgeblieben? Ne, so viel haben wir ja gar nicht. Die machen es mir ziemlich einfach. Greta Stonet, Jean-Marie de la Mer. Das Schiff, auf das Sean wollte, heißt Jean-Marie de la Mer. Der Raucher mit der Pistole, mit der stark riechenden Zigarette und der Duft von Haschisch. Ach, wie toll. John sagte, dass der Typ, den er in der Nähe seines Taxis gesehen hat, eine Zigarette rauchte, die seltsam roch. Und jetzt finde ich diesen Glimmstängel mit Haschisch. Zweifelsfrei waren der Typ, der Sean gefolgt ist und der, den Sean an seinem Taxi gesehen hat, ein und dieselbe Person. Die Zigarettenkippe allein wird mir nicht bei der Identifizierung des geheimnisvollen Mannes helfen. Aber vielleicht finde ich noch andere Hinweise. Und da kommt mein Flyer ins Spiel. Hier liegen Papierstücke herum. Das sieht so aus, als wäre das mal eine Streichholzschachtel gewesen. Ja, oder eine Streichholzschachtel. Kann man auch nehmen. Dann ist es ja vielleicht von einer Bar oder sowas. Das ist ja meistens Streichholzschachtel und eine Bar. Ich nehme die mal mit. Wenn ich die wieder zusammensetze, finde ich vielleicht mehr raus. Ja, jetzt darf ich puzzeln. Haha, so. Dann gucken wir doch mal. Was, wie kann ich denn das machen? Ach, hier. Kann ich die drehen? Ja, so, okay, wunderbar. Dann puzzle ich mal ganz schnell. Das geht flott. Das ist fest, das kann ich gar nicht bewegen. Deshalb konnte ich nicht, ich schieb da als wie so ein Irrer. Ja, das weiß ich nicht, wo das ist. Wir müssen das versuchen an der Schrift. Das sieht aus, wie als würde das da hingehören. Das sieht aus, als wäre es falsch rum. Aber das könnte hier irgendwie mit dem A zusammenhängen. Das kann auch passen, wie es will. Nee, das geht ja gar nicht. Was ist denn das hier? Ups. Was ist denn das hier unten? Das ist noch ein L. Ja, das passt auch. Wo kommt das hin? Dann habe ich hier noch was. Was ist das? Okay. Das ist vielleicht mehr so rum. Ja, das sieht gut aus. Macht er das fest, oder? Nee, macht er nicht. Dann muss ich das sehen, dass ich das nicht selber wieder verschiebe. Das gehört auf jeden Fall nicht hier hin, weil das kommt in die Ecke unten. Das sieht nämlich aus, als wäre das ein U. Das sieht aber vielleicht richtig aus. Das mache ich mal ein bisschen näher. Oder vielleicht auch ein bisschen höher. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen zu niedrig, was ich hier tue. Das sieht aber auf jeden Fall auch nicht verkehrt aus. Muss aber nichts heißen. Obwohl. Ah ja, es geht so. So, jetzt habe ich ein bisschen hier übereinander gelappt. Ein bisschen. Was ist das? Das ist auf jeden Fall auch eine Ecke, die ein bisschen dunkler ist. Das gehört hier hin. Kann ich jetzt vielleicht hier ran arbeiten? Jawohl. Das D. Gut, und dann habe ich jetzt hier, da habe ich da auch noch was. Da ist ein bisschen was, kann ich da... Sekunde, ich puzzle. Ich bin gerade am Puzzeln. Das sieht da auch gut aus. Wohl. Ja, sieht das gut aus? Das sieht besser aus als das hier, wenn ich das dran mache. Vielleicht ist das falsch. Da mache ich das mal dran, da mache ich, das war aber richtig, oder? Ich glaube, das war nicht falsch. Ja, das sieht aber aus, als wäre, das sind zwei Wörter, das sind mehr als ein Wort, oder? Buchs. Bücher.
Warte, Bücher. Warte mal, kann ich das hier dran machen? Little. Little. Books. Was sind so, gehört das? Ja, wir haben es doch gleich, wir haben es gleich. Das gehört so. Das haben wir noch. Mir kommt das vor, als fehlte mir irgendwas gerade. Sieht so wenig aus. Books. So, ich mache das gerade mal ein bisschen dezenter. Okay, jetzt kommen die Puzzleteile langsam zusammen. Leider habe ich nicht alle Teile, deswegen kann ich nicht genau sagen, was auf der Schachtel steht. Das hat bestimmt was mit einer gewerblichen Tätigkeit zu tun. Vielleicht hilft mir das Telefonbuch in meinem Büro hier weiter. Vor allen Dingen hier, genau, wo wir es hier gepuzzelt haben. Im Hafen, an der Laterne. Ja gut, hier im Büro. Dann muss ich wohl erst wieder heimfahren. Da fahren wir jetzt eben heim. Dann lassen wir das Polizeiarchiv erstmal ganz kurz ruhen. Aber wir kommen ja wohl trotzdem nicht drum herum, da hinzugehen. Aber sonst würde ich sagen, mich interessiert gerade, was das für ein Buchladen ist. Ah, schon wieder du. Wo diesmal geht's hin? Diesmal geht's hin, wo? Nach Hause. Zur Essex Street auf der Lower East Side. Alles klar. Und ab nach Hause. Hinein ins Vergnügen. Raus aus dem Nass, rein ins Warme und nochmal das Telefonbuch gegriffen. Ja, diese Streichholzschachtel stammt mit Sicherheit aus einem Laden oder einer Kneipe in New York. Wenn ich sie mit den Namen der Geschäfte im Telefonbuch vergleiche, müsste ich den vollständigen Namen herausfinden können. Und die Adresse. Natürlich. So, Little, ja, weiß ich nicht, Sinsula, rare Books. Kategorien? Ich sehe hier nichts Nützliches. Warte. Theater, Studio, Travel Agencies, Airport, Advertising. Ich sehe hier... Wie kriege ich denn... Muss ich bei L gucken? Ich sehe hier nichts Nützliches. Was will er denn von mir? Consultant... Ich sehe hier... Wo sind denn die Werbungen? Driving Schools, Floristen, Krankenhäuser, Hotels, Juweliere, Restaurants. Ich sehe hier... Ja, was... Bookshop. Ich erkenne das Wort Buch auf der Streichholzschachtel. Das muss ein Buchladen sein. Das ist doch immerhin ein Anhaltspunkt. Genau, und jetzt müssen wir irgendwas mit Little finden. Little. Ich gehe zu Little und du zu Aldi. Rare Books. Littles and Rare Books, Essex Street. Tony Tina Books, The Old Page, Little Peninsulana. Little Peninsula. Der Name passt. Das ist ein Buchladen auf der Upper East Side, Ecke 65. Straße. Ich sollte mir das ansehen. Ich brauche die Streichholzschachtel nicht mehr. Ich kann sie hier lassen. Okidoki, dann gehen wir hier wieder raus. Und dann gehen wir hier wieder raus. Und dann gehen wir vielleicht trotzdem ins Polizeipräsidium, oder? Oder? Oder nicht? Ich gucke gerade mal, ob ich denn überhaupt hinfahren könnte schon. Mit Johns Taxi. Einfach nur mal gucken, aber sonst würde ich doch das Polizeipräsidium ganz kurz... Wo willst du hin dieses Mal? Ganz kurz einfach vorziehen. Genau, dann gehen wir ganz kurz ins Polizeipräsidium. Vielleicht kommen wir ja auch gar nicht ins Archiv, dann müssen wir ja sowieso dahin gehen. Und dann sind wir wenigstens das Polizeiarchiv erstmal aus dem Kopf los. Und haben vielleicht die wichtigsten Informationen, die wir brauchen. Ich gehe einfach mal direkt ins Archiv. Wahrscheinlich komme ich aber nicht rein, weil die rote Lampe leuchtet. Im Polizeiarchiv müsste ich eigentlich Informationen über diesen Samuel Cutter, von dem Moore gesprochen hat, bekommen können. Ich bin sicher, da drin gibt es eine schöne, dicke Akte über ihn. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, ne? Aber da müssen wir jetzt erstmal reinkommen. Es gibt keine Klinken oder Schlösser. Man kommt da nur über diesen Kartenleser rein. Ja, aber wir haben ja leider gar keine Karte, mit der wir uns auslesen lassen können. Was ist das? Ach so. Ich guck mal ganz kurz. Nee, also wir haben nichts außer die Karte, aber die wird wohl nicht die richtige sein. Nein, das ergibt keinen Sinn. Entschuldigung. Ich wollte dir nicht zu nahe treten. Excuse me. So. Geh zurück. Nein, zurück.
Zurück, sagte ich. Ja, falsche Taste gedrückt. Die Lampe leuchtet rot, die Lampe leuchtet rot. Dann frage ich da einfach mal den lieben Officer da hinten, ob der nicht irgendwie etwas weiß. Sonst klaue ich irgendwo eine Karte. Vielleicht können wir aber tatsächlich nicht rein. Hallo, wir müssen Officer, erst in die Bar gehen. Was kann ich für Sie tun? Ja, wie wär's denn mal? Also ich habe da mal so eine Frage zu dem Archiv da unten. Ich habe ein paar Fragen zu eurem Archiv. Was wollen Sie denn jetzt schon wieder wissen? Wie komme ich da rein? Was ist denn das da für ein Gerät neben der Tür? Was ist das für ein Gerät da neben der Tür? Das haben Sie vor ein paar Monaten hier aufgestellt. Der alte Sam, der das Archiv vorher geleitet hat, ist in Ruhestand gegangen. Und anstelle eines neuen Beamten hat das Department dieses Ding angeschafft. Wie funktioniert das? Jeder Beamte hat eine individuelle Lochkarte. Wenn Sie ins Archiv müssen, nehmen Sie einfach die Karte raus und ziehen Sie durch diese Maschine. Das Gerät erkennt den jeweiligen Beamten und die Tür zum Archiv geht auf. Also jeder Beamte hat seine eigene Lochkarte. Victoria hat sicher auch eine. Der Schlingel will in ihr Büro einbrechen. Wie komme ich da... Ja, gut. Ich frage die Frage, vorsichtshalber, vollständigkeitshalber, frage sie, frage... Wie komme ich rein? Ganz einfach. Eine Unterschrift auf einer Urkunde und 9 Monate Polizeischule. Kumpel, Zugang zu den Akten kriegt man nur mit Polizeimarke. Keine Marke, kein Zugang. Oh, da hat aber jemand wieder Witzigkeitswasser getrunken. Ich habe keine weiteren Fragen. Besser. tschüss, Officer. Tschüss, Officer. Tschüss. Tschüss. Wow. Der ist ja Strahlemann in Person. Dann gehe ich doch jetzt mal in Victorias Büro, das wahrscheinlich verschlossen ist, aber wir sind der Meister auf Dietrich. Ja, sie wird da sein, genau. Sieht so aus, als sei Victoria nicht da. Ja, das wissen wir doch. Malone hat sie doch irgendwie nach Bagdad aufs Batschenfest geschickt. So, warte mal, hier, da, dann nehme ich Dietriche und dann... Tja, ich sehe keine andere Möglichkeit. Oh, das tut ihm aber so leid. Jetzt muss ich wieder Dietrichen. Wie ging das nochmal? Ich hab's vergessen. So, warte, ich muss hier irgendwie drücken. Okay, dann lauschen wir mal, ob wir irgendwie ein Klicken hören. Ich höre gar nichts. Ich weiß nicht, wie das funktioniert mit dem... Ach, verdammt! Das Schloss hat sich zurückgestellt. Ich muss von vorne anfangen. Oh no, mon Dieu! Ich fange nochmal vorne an. Ich lausche nochmal ganz, ganz viel lauschen durch. Das war hier hinten irgendwo richtig. Oder? Alter. Ach, verdammt. Das Schloss hat sich zurückgestellt. Ich muss von vorne anfangen. Man hört das Knacken, aber das ist extrem leise. Ich muss voll die Lautstärke hier aufpumpen, damit ich das überhaupt höre. Also nochmal hören, deshalb bin ich so leise. Ich sag nichts, weil ich sonst nichts höre. Ah, da war's. Da war's nochmal. Verdammt. Das Schloss hat sich zurückgestellt. Ich muss von vorne anfangen. Es tut mir leid, ich weiß wirklich nicht gerade, wie das mit dem Schlossknacken funktioniert. Das habe ich immer nur so per Zufall hinbekommen. Ich werde jetzt nicht an so einem verkackten Schloss sterben. Ja, wo ist das dritte? Ich find's nicht. Ach, verdammt. Das Schloss hat sich zurückgestellt. Ich muss von vorne anfangen. Ich hab echt keinen Schimmer.
Ich weiß auch nicht, warum das immer wieder nach oben geht. Hä? Bin ich blöd oder? So, nochmal. Es muss ja in der Mitte anfangen, aber es klickt da nicht mehr. Es ist super. Bin voll der Meisterdieb. Ja? Ja, ich muss, glaube ich, nur schnell genug sein. Oh Gott! Das war ja schwer, Mann! Es ist dunkel, aber ich werde die Karte trotzdem finden in ihren Akten. Das ergibt keinen Sinn. Entschuldigung, hallo? Wie redest du denn mit mir, mein Freund? Ganz ruhig. Wo ist denn die Karte? Wahrscheinlich im Schreibtisch. Es ist zu dunkel, um zu erkennen, was in den Schubladen ist. Ja, natürlich. Und jetzt machen wir auch noch das Licht an, wo jeder weiß, dass Victoria nicht hier ist und niemand in ihrem Büro ist. Aber wir machen von munter das Licht an, oder was? Wir veräppeln? Hab ich eine Taschenlampe eigentlich dabei? Es ist zu dunkel. Ja, ich guck gerade, ob ich meine Taschenlampe noch dabei habe. Ja, natürlich. Ja, mal sehen, ob ich die verdammte Zugangskarte fürs Archiv hier finden kann. Es gibt hier so eine Art Kombinationsschloss, das die letzte Schublade verschließt. Natürlich, das wäre ja auch einfach zu einfach gewesen, wenn sie ein ganz normales Schloss hätte. Nein, sie muss irgendwelche... Ja, ich weiß die Kombination nicht, deshalb muss ich nochmal ganz kurz rausgehen und gucken. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ist hier hinten auf der Karte nicht irgendwas? Wie kriege ich denn jetzt drei Punkte, drei Farbpunkte her? Eine Karte von New York und ein paar alte Fotos von Mexiko. Ah. Da kommt Victoria her. Naturement. So, grün, weiß und orange, das sind die Flaggen von Mexiko. Die Farben von der Flagge von Mexiko. Deshalb würde ich sagen, machen wir die grüne, machen wir die weiße. Warte, weiß wird wahrscheinlich... Ist das weiß oder ist das weiß? Alter, lass doch mal das. Ich will nicht lila. Und orange. Dann ist das nicht weiß. Das weiß. Muss ich gucken, ob die Schachtel aufgeht? Geht das nicht automatisch? Ich veräppeln? Ist das nicht grün? Hä? Schublade? Hallo? Also, das muss richtig sein. Oder sie hat das Spiegel verkehrt. Warte. Was bedeuten wird... Ach, da ist doch weiß. Das ist weiß. Ich das nicht hier? Doch, da ist es doch. Ups. Hallo? Sesam, öffne dich jetzt. Ist das nicht orange? Veräppeln? Das ist orange. Wirklich? Ist das nicht grün? Will mich doch verarschen. Das ist grün. Die Kombination war die mexikanische Flagge. Victoria und ihre Sentimentalitäten. Ja, das war doch auch grün und orange. Erzähl mir doch keine Storys. Was ist denn das hier? Ein Manuskript sieht aus, als würde sie einen Film schreiben. Ein Drehbuch zu einem Film, aber das sind wahrscheinlich einfach nur Akten zu... Obwohl, das wäre auch ein ziemlich langer Monolog. Was ist das jetzt hier? New York? Jetzt habe ich eine Karte für New York, für das, für die Fähre, oder was ist das? Werbung für einen Fährbetrieb, der Manhattan mit Glen Cove verbindet. Vielleicht hat Malone Victoria dahin geschickt. Ja, vielleicht, aber wo ist denn die Karte? Da drunter natürlich. Die Zugangskarte zum Archiv. Die nehme ich mit. Natürlich nehme ich die mit. So, da haben wir sie doch. Ich hoffe, es macht Victoria nichts aus, dass ich ihre Karte für eine Weile ausborge. Ach, das hoffe ich nicht. Nee. Legen wir das wieder zurück an ihren Platz, damit sie ja nicht merkt, dass jemand die Schublade aufgemacht hat. So. Die Kombination verstellen wir natürlich nicht, weil das würde sie sonst nicht merken. Und dann gehen wir hier wieder schnell raus, damit keiner weiß, dass wir drinnen waren. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt in den Keller, damit niemand weiß, dass wir hier sind. Und uns niemand sehen kann. Und dann würde ich sagen, dann mache ich jetzt hier ein kleines Aufnahmepäuschen und nächstes Mal gehen wir da rein, in das Archiv.
Wir werden uns durch Akten wühlen. Wir werden Staub aufwirbeln. Wir werden den Staub einatmen. Wir werden husten. Wir werden vielleicht dran verrecken. Aber wir werden diese Akte finden. Und das alles beim nächsten Mal bei Face Noir. Und schließlich haben wir die Zugangskarte. Und da dürfte es jetzt kein Problem mehr sein, da reinzukommen. Und dass dieses rote Lämpchen auf grün schaltet. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge Face Noir. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Tschüss.